Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen kleinen Video zum Spiel Clash of Clans. Ja, ihr seht, wie immer im Hintergrund natürlich mein Dorf. Ja, bin jetzt Level 111, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, weil ja was fertig geworden ist die letzten Tage. Ja, aber das soll nicht das Thema sein. Das heutige Thema soll sein der derzeitige Clan-Krieg gegen den Clan Jinchurikis, was immer das heißen soll, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein deutscher Clan. Ich zeige es euch mal hier. Ja, Ü18 CW Clan. Ja, wahrscheinlich ein ganz normaler Clan mit 17 Mitgliedern. Haben schon 33 Clankriege gewonnen, 33 Siege. Ziemlich stark, muss ich sagen. Also von der Sache her, alle aktiv. Machen ohne hier einer nicht oder zwei nicht. Aber Großteil ist wirklich aktiv. Und ja, ich habe hier die 1 und 2 angegriffen. Und ja, die 1 habe ich gerade eben angegriffen. Ich wollte es nicht live machen, weil am PC mag ich es nicht so live zu machen, weil man, wie gesagt, kein Multitouch hat. Und da habe ich es eben auf dem Handy gemacht. Ja, zeige ich euch gleich. Gut, ich zeige euch erst meinen ersten Angriff. Oder wohl, erster schlecht, dann das Gute. Ich zeige euch erst den schlechten Angriff. Hat mich geärgert. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich falsch gemacht habe. Ich habe einen Fehler gemacht auf alle Fälle. Warte, ich mache mal Stopp. Ja, die Base ist vom Tommy 17. Die Base ist ziemlich geil aufgebaut, muss man sagen. Ist wahrscheinlich ein vorgegebenes, also eine Vorlage, keine Ahnung. Von der Base, die ist ziemlich stark. Ich habe sie unterschätzt, muss ich sagen. Ich dachte einfach, man kann einfach von da vorne über die Kanonen einfach, also eine Mauer, einfach zum Rathaus schnell vordringen. Ja, dem war nicht ganz so. Hat seine Helden auch schon extrem hoch. Auf 20 und 25, ziemlich stark schon, muss man so sagen. Weil ich wollte erst von hinten angreifen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, wie komme ich denn über die drei Mauerreihen zum Rathaus dann. Deswegen habe ich mir dann die Entscheidung getroffen, von vorne anzugreifen. Und das war mein Fehler. Ja, ich zeige euch den Angriff mal. Von vorne angegriffen, die Clownbrücke gelockt. Gleich mit drei Schweinereitern. Jo. Ging eigentlich recht gut. Außer, ich glaube, am Ende war noch eine Hexe drin und eine Magier. Weil ich konnte nicht alle locken, ich hatte drei Schweinereiter mitgenommen. Und der eine Schweinereiter ist ja leider von dem Drittbrett weg eliminiert worden. Leider. Sonst hätte ich es vielleicht geschafft. Ja, hintergelockt. Eigentlich ganz gut gewesen. Soweit konnte ich auch alle gut wegkillen. Na gut. Dann waren das jetzt gleich alle. Ja, dann zeige ich mal den Angriff von vorne. Ja, ich habe, wie ihr seht, drei Max-Golems mit. Ich hatte noch einen Golem in der Clownburg. Habe ja von mehreren Seiten angegriffen. Das Dumme war, ich hatte nur vier Mauerbrecher mit. Deswegen sind die Golems dann letztendlich doch durch ein Loch durch in der Mauer. War mein Fehler, hätte ich mehr Mauerbrecher mitnehmen müssen. Und ihr seht rechts in der Ecke unten der Sprungzauber, Level 2. Den habe ich gar nicht gebraucht gehabt. Ja, weil ich ja wie gesagt erst davon ausgegangen bin, dass ich von hinten angreife. Und deswegen habe ich den Sprungzauber mitgenommen. Und dann dachte ich mir, das wird vielleicht doch zu schwer. Und da habe ich von vorne gegriffen und dann habe ich den Sprungzauber gar nicht gebraucht. Hatte ich noch drei Wutzauber mitgebracht. Mitgenommen, aber ja, ihr seht's. Auf die Golems wurden schon einige Sachen ein. Beziehungsweise rechts, die Golems, die jetzt rechts den Bogenturm attackieren, sind falsch gelaufen. Wenn sie jetzt auf den Infernoturm gegangen wären, auf den Infernoturm, auf die 2, dann hätte ich meine Königin jetzt auf die, aufs Rathaus, wenn sie drin können, dann wäre es vielleicht stark geworden, oder 2 vielleicht sogar mit Glück. Aber so sind die Golems eben sonst wohin gelaufen, wo man sie nicht gebraucht hat. Weil ihr seht, da war noch ein Golem, Level 5, und der hatte schon viele Schaden gehabt. Und noch ein Golem, Level 1, glaube ich, war das der noch. Der hat dann noch ordentlich Leben gehabt, aber so ist es nichts geworden. 37%, peinlich eigentlich. Na gut, peinlich nicht. Das war eine starke Base, muss ich sagen. Und ich bin da wahrscheinlich nicht ganz drauf reingefallen, ein bisschen. Auf dem seine Base. Warte mal, die Base habe ich nämlich auch. Also ich habe die Base so ein bisschen, so ähnlich habe ich die Base auch, dieselbe. Warum kann ich da nicht anzeigen? Hä? Das war scheiße. Hä? Ist mir gerade zu hoch, warum zeigt es nicht an? Hä? Ist mir zu hoch, die Sache aktivieren. Na egal, ich glaube, die Base ist es. Nee, stopp, die oder die? Ich glaube, die ist es. Aktivieren. Anpassen. Ich glaube, die Base wurde es nämlich. Na, das wird sie machen. Genau, die Base, also das ist ungefähr dieselbe Base, sag ich mal. So ein bisschen abgewandelt, aber vom Sinn her dieselbe Base. Hinten drei Mauer rein. Das Rathaus eigentlich ziemlich zugänglich, sag ich mal. Aber hier vorne eben ziemlich viel Defense. Und deswegen, bei ihm war es ungefähr dasselbe, sag ich mal. Und ja, hat geklappt, mir da diesen Angriff zu versauen. Aber gut, ich werde euch den zweiten Angriff, also meinen ersten Angriff noch zeigen. Auf die Nummer 2 vom Gegner. Wiederholen. Drücke ich auch noch fix Pause mal. Fixi, fixi.
Jo, Base Rathaus 9, schon ganz ordentlich. Max Luftabwehr, Max Magiertürme, X-Bürgen geht noch ein Level, aber sonst schon ziemlich viel Max. Ziemlich gute Base, also meiner Hinsicht ganz gut gebaut, sage ich mal, teilweise. Ja, ich habe wieder im selben Truppe angegriffen, ihr seht's. Aber, ja, hier ist dann letztendlich doch mehr entstanden, habt ihr ja in der Vorschau schon gesehen, als bei dem jetzigen Angriff, den ich vorhin gemacht hatte. Ja, einfach die Klauenburg gelockt, mit ein paar Schweinereitern, die ich in der Klauenburg hatte. Ich muss ein bisschen formeln, das dauert ja zu lange, die ganze Geschichte. Klauenburg schön wegeliminiert, war eigentlich ziemlich easy, muss ich sagen. Ja, angegriffen hatte ich dann, glaube ich, von... Von hier? Ich glaube, von hier habe ich angegriffen. Ja, ne, von hier oben habe ich angegriffen. Habe ich einfach alles auf den Haufen gesetzt, wieder die drei Golems. Der Mauerbrecher hat gleich abgekackt wieder, weil so eine Scheiß... Das kannst du mir auch mal. Der blöde Mörser dann hier einen so einen Scheiß Schuss draufgelassen. Alle Mauerbrecher tot, dann dauert es eben etwas länger, aber wieder, bis sich die blöden Golems da durchgearbeitet haben. Aber hier, ihr seht's. Warte, ich mal langsamer. Ja, Scheiß. Sprungzauber, schön gesetzt. Golems, alle anderen Truppen laufen genauso, wie sie laufen sollen. Magier machen da den Rest noch. Ja, Rathaus ist jetzt auch schnell down gegangen. Die Königin tut dann noch ein bisschen rumwirtschaften, ist aber auch down gegangen. Ja, der Angriff war eigentlich genau nach meinem Geschmack. Die zwei Sterne geholt, wie ich schon mir schon erhofft hatte. Golems leben jetzt auch noch viele in der Mitte, ihr seht's. Aber naja, mehr ist es letztendlich nicht geworden. Außer die zwei Sterne. Habe ich noch ein bisschen, die Hexe hat noch ein bisschen Schaden gemacht dann. Der Golem hat gut getankt dann noch, hat die Magier noch ein bisschen geschützt. Aber mehr als zwei Sterne, dachte ich mir, wird es eh nicht werden. Ich weiß nicht, da liegt wahrscheinlich an meiner Angriffsstrategie. Vielleicht hätte ich da die Golems aussetzen müssen oder so. Da war ich mal in Zukunft dranbleiben. Damit ich sowas noch ein bisschen übe, weil ich mache es ja im Echten nicht. Ich tue ja im Echten nur, also im freien Spiel, sage ich mal, nur auf Loot gehen. Und da habe ich ja nie Golems dabei. Ja, die Golems nehme ich ja nur im CK. Werde ich in Zukunft mal öfters machen, hoffe ich. Und ja, gut, dann soll es dies zu diesem Video erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und ich freue mich über die wachsende Zahl an Abonnenten, die auch aktiv sind, die kommentieren, ja, die mir Vorschläge machen, wie ich Videos machen könnte oder so. Finde ich ziemlich stark von euch, finde ich gut. Ja, dann bedanke ich mich jetzt, wie gesagt, fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Krishan.